Bei einem Großbrand in Altenholz ist am Morgen ein Millionenschaden entstanden. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zunächst ein Müllcontainer in Brand. Dieser stand in unmittelbarer Nähe eines großen Gebäudekomplexes mit diversen Geschäften und gastronomischen Einrichtungen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Supermarkt nicht mehr verhindern. Wir haben hier um 4.08 Uhr einen Containerbrand gehabt. Der Containerbrand hat sich dahingehend entwickelt, dass das Feuer ins Dach dieses Supermarktes gelaufen ist. Und aufgrund von anscheinend nicht vorhandenen Brandwänden ist der Brand dann durchgelaufen, sodass dieser Gebäudekomplex jetzt in voller Ausdehnung brennt. 80 Einsatzkräfte versuchten vor Ort, die lodernden Flammen zu bändigen. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.